So, Ladies and Gentlemen, euer Wolf of Wine Street hier. Heute gibt es ein kleines Blind Tasting, billig versus teuer. Ich bin gespannt, ich habe gestern zu meiner Freundin gesagt, was wäre mal ganz interessant. Und man sieht es ja teilweise mit den wildesten Rebsorten. Wir haben uns heute ganz, ganz Standard gehalten. Also einfach Riesling, Riesling. Wissen wir ja, die beliebteste Rebsorte der Deutschen, wird am häufigsten gekauft. Ganze Supermarktregale sind voll mit Riesling. Deswegen, ein aus dem Supermarkt, ein von der Winothek. Wir lassen uns jetzt mal überraschen. Fangen wir mit dem hier gleich an. Der steht schon so schön da. Okay, riecht sehr, sehr nach Riesling. Bisschen Apfel, Ananas, leicht fruchtig, hohe Säure. Und das, genau das war der Grund, wieso ich früher Riesling gehasst habe, okay? Ist jetzt vielleicht ein bisschen hart, aber hier haben wir das Problem. Er schmeckt halt wie 90% der anderen Rieslinge. Zumindest die billigeren Rieslinge, die auf Masse produziert werden, die dann zum Schluss im Supermarkt landen. Ich denke, ich hoffe, es ist jetzt einfach mal das Supermarkt-Riesling. Auf jeden Fall ist es ein richtiger Nuttenwein. Darf man das sagen? Ich glaube schon. Auf jeden Fall, er schmeckt erstens jeden. Du kannst ihn, ja was heißt jeden, also es kann ihn jeder trinken. Es wird es keinen geben, der sagt, oh mein Gott, ist der scheiße. Du kannst ihn super mit Wasser mischen, so eine Weinschorle. Du kannst ihn im Kochen verwenden, whatever. Also es ist sehr, sehr sozialverträglich, aber das komplette Gegenteil eben von spannend. Und es ist halt, ich hoffe zumindest, der reinste Massenproduktion. Kommen wir zum nächsten. Er ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend schon mal von der Farbe. Auf jeden Fall dunkler, riecht ein bisschen rauchig, auch sehr fruchtig, mineralisch. Lass uns mal überraschen. Der ist auf jeden Fall deutlich, deutlich, deutlich spannender. Am Anfang relativ mineralisch, auch hohe Säure wieder. Du hast Honig drin, du hast Karamell drin, hast Toffee drin. Und zum Schluss hat er einen richtig, richtig sexy, rauchigen Abgang. Ist auf jeden Fall viel, viel hochwertiger. Hat ein paar Ecken und Kanten drin, ist aber alles in allem so sehr, sehr rund. Das ist auf jeden Fall so die sexy, verruchte, elegante Schwester vom ersten. Macht viel, viel mehr Bock, den zu trinken. Auf jeden Fall. Ich schätze, das ist jetzt der teurere von den beiden Weiden. Genau. Was gibt es sonst noch dazu zu sagen? Schauen wir uns einfach mal die Auflösung an und sehen was. So, also zum Glück, wie wir sehen, war das nicht mein letztes Video. Ich hatte zum Glück recht. Hier sehen wir schon, das ist massenproduzierter Riesling. Ist in dem Fall hier, ja, deutsches Weintor. Gibt es bei den größeren Supermärkten in Deutschland. Nichts Besonderes, 0815 Wein ist es nicht kompletter Trash, aber ist halt Massenproduktion, da gehst du zum nächsten Winzer, der hier kostet so circa 4 Euro, gehst zum nächsten Winzer, sagst, hey, empfehle mir einen Riesling für 6, 7 Euro, der gibt dir wahrscheinlich was Besseres, beziehungsweise was spannender ist, wo du einfach mehr Freude damit hast. Hier haben wir Reichsrat von Buhl, generell einer meiner Lieblingsrieslinge, den Jesuitengarten, hier habe ich tatsächlich noch nie getrunken. Ich hatte einmal das Ungeheuer und der war schon Wahnsinn. Das hier, muss man dazu sagen, ist ein GG, großes Gewächs. Das ist die höchste Prädikatstufe, die in Deutschland vergeben wird. Ich schätze mal, so zwischen 20 und 30 Euro, wahrscheinlich so 25. Ist jetzt auf jeden Fall kein Appell daran, dass ihr jeden Tag 20 Euro Weine trinken sollt. Man will nur damit sagen, der hier ist was für besondere Anlässe. Und so Daily Drinking, man kann auf sowas zurückgreifen, aber wirklich mein Tipp, geht zum Winzer, hol euch was für 7 Euro, ist tausendmal besser, ist tausendmal spannender. Der hier wirklich wahnsinnig guter Wein, kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Der hat Charakter, der hat Power, der hat richtig Kraft dahinter. Der ist sehr langweilig, ist sehr monoton, das macht auf Dauer wirklich keinen Spaß. Sonst denke ich, ist alles gesagt. Ich habe es mal wieder gesehen. Es gibt Ausnahmen im Supermarkt. Ich will es jetzt nicht komplett schlecht machen. Es gibt Ausnahmen. Es soll sogar Rewes in Deutschland geben. Die haben wirklich Reichsrat vom Buhl. Also soll es geben. Hier in Niederbayern haben wir leider nicht den Luxus, sagen wir es mal so. Schaut vor allem in den unteren Regalen. Wenn Sonderaktionen sind im Supermarkt, man kann auch mal was kaufen. Aber in der Regel bist du bei der Winothek 100-mal besser aufgestellt. Das war es dann auch schon wieder. Wir haben es gesehen. Euch noch einen schönen Tag. Lasst es schmecken. Ciao, ciao.